Moin Moin und willkommen zur Writing-Zeit. Ich bin Nancy. Ich bin Kamo. Und wir haben heute ein Valentinstags-Special. 10 Gründe, warum der Valentinstag nicht gut ist. Platz 10. Der Valentinstag ist überbewertet. Also von vielen Leuten wird dem Valentinstag super viel Bedeutung beigemessen. Was eigentlich totaler Murks ist, weil das ist ein ganz normaler Tag. Und alle bereiten immer so viel vor und machen und tun und dies und das und Herzchen hier und Blumen da und was weiß ich. Ne? Zu viel für einen selbst erwartet. Ja, richtig. Also die Erwartungen, die auch an diesen Tag gestellt werden, sind halt unheimlich groß und deswegen finden wir, das ist totaler Quatsch. Das sind Partys für Singles, die am Valentinstag keinen haben. Um Singles wegzumachen. Also die Anti-Single-Partys. Die Anti-Single-Partys. Das ist auf Platz 9. Ja. Die eigentlich schon damit quasi werben, dass Leute, die schlecht drauf sind, weil sie niemanden haben, einfach in einen Raum gestopft werden. Und man erwartet, dass sie irgendwie zusammenkommen. Aus Frust und Verzweiflung. Grund Nummer 8. Die Deutschen finden das genau wie wir, den Valentinstag also nicht so großartig zu feiern, weil 66% der Deutschen sind nämlich gegen den Valentinstag und haben da gar keinen Bock drauf. Und wir sind auch welche davon. Auf Platz 7 haben wir den Frust, der aufkommt. So, auf Platz. So, auf Platz 7 ist die. Du kannst es auch nicht. Auf Platz 7 ist die Frust vor Valentinstag. Das ist die Frust, die aufkommt, wenn die Leute dann auf verschiedenen Plattformen an die ganze Zeit posten und irgendwelche Frauen versuchen Männer zu finden, Männer versuchen Frauen zu finden, alle sind verzweifelt, alles bricht ein paar aus, alles brennt. Das ist einfach voll schrecklich, diese ganzen notwendigen Leute und alles, das ist halt sehr, sehr belastend. Auf Platz 6 sind die Valentinstagsfilme, die halt jeden, der keine Schnulzen mag und dann auch nicht im Fernsehen sehen will, trotzdem mit zugeballert wird. Ja, also keine nicht so viele auf einmal. Auf Platz 5 haben wir das Leiden der Blumen. Also, die Blumen leiden, und zwar ist es nämlich so, dass im letzten Jahr, also 2018, über 800 Tonnen rote Rosen wurden verschickt nach Deutschland. Vermutlich noch viel mehr, von denen ich jetzt gar nicht weiß, aber das habe ich jetzt eben so beim Recherchieren herausgefunden. Genau, und dementsprechend leidet halt voll die Umwelt darunter, wegen so einem Tag, den sich Leute ausgedacht haben, um Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber dazu später vielleicht mehr. Das muss ich erklären. Da steht nämlich Zweiter Weltkrieg. Und da gibt es eine Geschichte zu. Wie leid im Zweiten Weltkrieg. Und zwar, in Deutschland gab es ursprünglich gar keinen Valentinstag. Das wurde erst in Amerika, hat sich das zuerst etabliert, dass es so als der Tag gefeiert wird, an dem die Liebenden sich so treffen und so weiter und so fort. Aber dann, als Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren hat, haben Amerikaner diesen Tag dann halt nach Deutschland mitgebracht und eingeführt. Wo habe ich jetzt drüber gesprochen? Ach ja, der Zweite Weltkrieg. Und dann ist das... und dann ist das halt nach Deutschland gekommen. So. Und deswegen... Liebe, also einen Tag der Liebe durch Krieg zu kriegen, ist voll kacke. So. Weil Liebe ist ja auch Krieg irgendwo, oder? Ja, und in der Liebe und im Krieg gibt es keine... Grenzen. Ja. Top 3. Wir kommen jetzt zu unseren Top 3. Wir kommen jetzt zu unseren Top 3. So. Du machst jetzt weiter, ist mir geil. Du schließt das jetzt vor. Du bist so gern schlecht. Los. Okay. Singles. Ja, wir haben ein Buch. Singles werden ausgeschlossen. So. Auf
Platz 3. Singles werden ausgeschlossen. Jetzt komm hier! Alles gut jetzt! Der ist tot. Den können wir nicht mehr brauchen. So, Singles werden ausgeschlossen. Ich meine. Singles werden ausgeschlossen. Und zwar werden die ganzen Veranstaltungen, außer die Single Partys, über die wir gerade eben gesprochen haben, außer die Single Partys, sind alle Veranstaltungen nur für Pärchen. Und das finden wir auch voll scheiße. Ja, das finden wir. So, jetzt bist du damit. Oh, ich bin voll rot im Gesicht. Oh! Ja. Ich stirb. Oh. Auf unserem Platz 2. Valentinstag ist Geldmacherei. Große Konzerne bezahlen viel Geld für Werbung, um uns weiß zu machen, dass man für den Tag Geld ausgeben sollte, um dem anderen zu zeigen, dass man ihn liebt. Was uns aber auch dann direkt zu unserer Nummer 1 führt. Unsere Nummer 1. Wir finden, beziehungsweise ist es unser Platz 1, unser Platz 1 Grund, dafür, dass wir Valentinstag nicht mögen, weil man braucht keinen besonderen Tag im Jahr, an dem man sich seine Liebe zeigen muss. Wir haben 365 Tage im Jahr und an jedem Tag ist uns die Chance doch gegeben, dem anderen zu zeigen, dass man ihn liebt und ihm zu sagen, dass man ihn liebt. Und meinetwegen kann man zwischendurch auch mal irgendwie was Schickes essen gehen oder so. Und Rosen kann man ja auch zwischendurch kaufen. So, wenn man dann zum Beispiel, ich sag jetzt mal so ein Beispiel, wenn man jetzt bei Aldi an der Kasse steht, und da siehst du so einen Strauß Blumen und denkst dir so, boah, ne? Ich nehme die einfach mal mit, weil ich meine, weil ich meiner Frau zwischendurch mal sagen will, ey, ich liebe dich. So, weißt du? Ja. Genau, es müssen aber dann auch nicht Blumen sein. Ich sag mal so, im Grunde nehmen wir das. Schnitzel. Geht natürlich auch. Ich wollte eigentlich sagen, im Grunde kann man die Sachen, die so normal passieren, wo man sagt so, ich habe an dich gedacht, die man normalerweise so einfach für selbstverständlich ansieht, die aber gar nicht selbstverständlich sind. Das kann man schon mal als Liebesbeweis sehen, anstatt dann auf einen Tag zu warten, wo dann jeder einem sagt, man soll was in den anderen tun. Jetzt hör mal auf! Entschuldigung, ich hatte gerade, ich muss gerade an eben denken. Ich halt ruhig! Denk nicht an eben. Also, weiter, ja, sorry. Also, kein Tag, kein spezieller Tag ist nötig, um jemandem zu zeigen, dass man ihn liebt. In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Valentinstag. Und wir hoffen, wir schauen das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Writing Set. Bis dann. Bis dann. Nochmal! So, wie habe ich das jetzt gerade gesagt? Sag's einfach neu und anständig, ohne am Ende. Kannst du das nicht einfach umschneiden? Nein! Los! Sag's das jetzt nochmal neu! Nein! Jetzt kommt klar! Komm jetzt klar! Auf Platz 10. Der. So. Ach scheiße, das Video habe ich schon. Hör auf mich anzuspucken.